In der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten muss Gerner für die Sünden seiner Vergangenheit bezahlen. Warum sollte ich Ihnen glauben? Johanna, Charlotte Reschke, versucht Rosa, Joanna Schümer, in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten standzuhalten. Denn Gerners, Wolfgang Barrow, und Katrins, Ulrike Frank, Tochter weiß, in welcher Mission die Erzfeindin ihrer Eltern sie aufgesucht hat. Rache. GZSZ, Rosas Rache, Rache für den Verlust ihres Wirtschaftsimperiums. Das Rosa zwar unrechtmäßig gerbt und trotzdem zu ihrem Lebenswerk gemacht hat. Gerade hat sie Gerner zum neuen Chef der Lehmann Bank gemacht und dabei wenig Gegenwehr gezeigt, wie Katrin überrascht feststellt. Doch Rosa wäre nicht Rosa, hätte sie nicht noch ein Ass im Ärmel. Es war nicht nur die Erpressung bezüglich des Zustands ihres ersten Mannes Jens Wagner, die Rosa zum Kapitulieren brachte. Vielmehr tat ihr Gerner dort weh, wo es sie am meisten schmerzt. In ihrem Mutterherz, GZSZ, Felix' Brief an Laura verstörte Rosa mittels Felix, Thaddäus Meilinger, Brief an Laura, Chrysanthi Kawasi, hatte der Anwalt seiner Erzfeindin unmissverständlich dargelegt, dass ihr Sohn vor seinem Krebstod nur einen Wunsch hatte, dass sie alles verliert. Entsprechend verbittert Rosas Worte, nachdem Gerner sie davon abgehalten hatte, sich mittels Alkohol und Schmerzmitteln das Leben zu nehmen. Ich habe versucht, mich mit Felix zu versöhnen. Er hat nur gelacht und gesagt, es sei zu spät. Er hat immer geglaubt, dass ich Christian mehr geliebt habe. Felix war mir oft fremd, das stimmt, aber in Wahrheit waren wir uns ähnlich. Wir konnten beide nie über unsere Gefühle reden. Er hat mich gehasst, bis in den Tod. Doch Rosas Rache wird böse ausfallen. Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am kommenden Donnerstag, 29. August. um 19.40 Uhr im Free TV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen GZSZ, Rosa will Gerners Familie zerstören, wie wir euch bereits berichtet haben, versucht auch Rosa Gerner dort zu treffen, wo sie am meisten zerstören kann. So ist es kein Wunder, dass sie ausgerechnet bei Johanna auftaucht, denn sie will der Harmonie im Gerner Clan ein Ende setzen. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce.